Frankfurt Bergerstraße, 5 Fingerplätzchen. Und hier sind unser Weihnachtsmarkt. Also, sehen Sie, die Bäume, die kommen ja nicht hierher, einfach allein hier. Das ist unser Meister. Der wird uns schon ein bisschen erzählen. Woher kommen Sie denn hier? Mein Name ist Richard Keller. Ich komme aus dem Spessart und baue die Bäume selber an. Okay. Hier auf dem Fünf-Fingerplätzchen in Bornheim betreibe ich den Weihnachtsbaumverkauf schon 35 Jahre. 35 Jahre? Ja. Mama mia. Ja, ist halt so halbe Nikolaus. Also, Jungs, Mädels, komm hier zu Nikolaus. Bei meinem Markenzeichen hier in Bornheim. Ja. Ist, dass ich diese Bäume immer frisch abschneide. Ich habe dieses Jahr schon Bäume mit Schnee geliefert. Ich fange mit Premium und erster Qualität an. Nicht wie Bauhaus. Am 25. Oktober haben die ersten Bäume geerntet. 30. Oktober waren die fertig. Diese Bäume fangen mit 2er Qualität an, gehen bis zu 4er Qualität runter und werden nur noch verteilt bei den Märkten und Discounter. Es muss ja heutzutage sehr billig sein. Wir spritzen kein Gift. Das ist schon mal ein Vorteil, weil das dünstet in der Wohnung aus. Es wird mit Molke gespritzt gegen den Pilz. Molke ist ungiftig. Der Bestand wird zweimal in dem Jahr ausgemäht. Da wächst noch das Gras. Weil wir hatten eine sehr hohe Trockenheit, hat kaum geregnet. Mussten Wasser fahren wie die Verrückten. Das sind alles zusätzliche Kosten, wo wir nicht mehr reinkriegen. Ein Baum, wenn der einen Meter groß ist, der ist 10 Jahre alt. 10 Jahre alt.